حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل Dalalatin Finnar, das ist unsere 36. Sitzung im Fach Al-Aqida Diplom 2. Wir haben letztens über viele Persönlichkeiten von Madhhab al-Ash'ari. Die Persönlichkeiten von Madhhab al-Ash'ari, sie variieren sich, sind nicht alle gleich. Es gibt ein Merkmal, und zwar die großen Persönlichkeiten, es wurde festgestellt, also wie Razi, wie Ghazali, wie Juwaini, die sind drei großen Persönlichkeiten von Al-Madhhab Al-Ash'ari, die neue Version. Also es gibt viele Texte, die zeigen, dass sie Tauba gemacht haben. Und dass sie am Ende, sie haben es bereut, Ilm al-Kalam, mit Ilm al-Kalam zu beschäftigen, sich mit Ilm al-Kalam zu beschäftigen. Es gibt viele Texte, die reden darüber. Al-Ghazali zum Beispiel, die haben gesagt, ich starb und Sahih al-Bukhari auf seinem Brust beschäftigte sich am Ende seines Lebens mit Ilm al-Hadith. Al-Razi auch hat gesagt, ich habe viele Meere, ich schwamm in vielen Meeren und am Ende ich kehre zurück zu Al-Aqida von Al-Ajaiz, von alten Leuten, also Al-Aqida, die sie sagen, Aqida al-Taqlid. Wir werden darüber reden, das Nachahmen. Al-Juwaini auch, dasselbe. Das hat auch das gesagt. Es gibt andere Persönlichkeiten in Al-Madhhab Al-Ash'ari, wie Abu al-Hasan Al-Amidi. Amidi ist sehr bekannt. Amidi ist ein großer Usuli und ein sehr intelligenter Mann. Gestorben 631. Al-Amidi auch ist einer, Mutakallim. Er hat Al-Ilm al-Kalam mit Philosophie gemischt. Aber ist bekannt ein Faqih Shafi'i. Er war Hanbali. Er hat von vielen Hanabila studiert und danach er Shafi'i geworden. Ein anderes Merkmal, dass die meisten von diesen Mutakallimun sind Asha'ira. Die meisten von diesen Mutakallimun sind Asha'ira, außer zum Beispiel Al-Baqillani, haben gesagt, er ist Maliki. Al-Mutakallimun sind in drei Madhahib, die meisten von ihnen. Al-Madhhab al-Ash'ari, Al-Madhhab al-Shafi'i in al-Fiqh. Die meisten Mutakallimun sind Shafi'iyya, wie Al-Ghazali Shafi'i, Al-Razi auch Shafi'i. Viele von ihnen sind Shafi'iyya. Und Al-Ahnaf sind Maturidiyya. Ahnaf sind, die meisten von ihnen sind Maturidi, außer manche wie Ibn Abi al-Izz al-Hanafi und Imam al-Tahawi, die gehören Ahl-Sunnah. Und viele von Malikiyya sind auch Asha'ira. Wir haben gesagt,
wie kam al-Madhab al-Ash'ari nach al-Maghrib. Es gibt eine andere Persönlichkeit, die bekannt ist. Al-Izz ibn Abd al-Salam, Faqih, gestorben 660. Al-Izz ibn Abd al-Salam ist ein großer Faqih. Al-Imam al-Zahabi sagt über Al-Izz ibn Abd al-Salam, Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam, Sheikh al-Islam, und Baqiyat al-A'imma al-A'lam, al-Dimashqi al-Shafi'i, ist geboren 597. Das ist ein großer Gelehrter, ein großer Faqih, großer Usuli, war auch Shafi'i, aber er tendiert an Tasawuf. Er war nicht von den Übertreibern von Sufi, aber er war Sufi. Und er war auch nicht ein Übertreiber von den Asha'ira. Ist bekannt mit Al-Fiqh. Das ist wie ein Nawawi. Und Al-Izz ibn Abd al-Salam, er hat viel Umma gemacht in der Zeit von Mongolen, weil das derjenige, der Al-Muslimin aufgerufen, gegen die Mongolen zu kämpfen, in dieser Schlacht von Ain Jalut. Also Al-Izz ibn Abd al-Salam ist bekannt, diese Sache, manche, sie nennen ihn Sultan al-Ulama, der König von Gelehrten, Al-Izz ibn Abd al-Salam. Es gibt einen anderen Gelehrte, Al-Qadi, Al-Baydawi, Nasr al-Din, hat ein Tafsir, gestorben 685. Das ist ein Usuli, hat ein Buch über Usul al-Fiqh, ist bekannt, und hat auch ein Tafsir al-Baydawi, ist bekannt, Tafsir al-Baydawi. Und al-Baydawi hat auch Ilm, ist ein Mutakallim, Ilm al-Kalam mit Philosophie gemischt, ist auch Ash'ari. Es gibt einen anderen Gelehrten von Al-Ash'aris bekannt, Qadi Adud al-Din al-Iji. Das ist gestorben 756. Heißt Abdurrahman al-Ahmad. Das ist sehr bekannt, auch ist ein Ash'ari. Hat viele Bücher erklärt von Al-Ash'aris. Das sind die großen Gelehrten von Al-Ash'aris. Also, wir machen ein Fazit über diese Gelehrten. Diese Gelehrten sind nicht alle gleich. Es gibt die großen Mutakallimun. Und wenn Al-Ash'ari jetzt Al-Imam sagen, das ist Al-Fakhr al-Razi. Al-Razi ist Al-Imam. Und es gibt große Mutakallimun wie Al-Juwayni. Imam Al-Haramain Al-Juwayni ist ein großer Mutakallim. Er hat auch Al-Madhab Al-Ash'ari sehr beeinflusst. Al-Ghazali auch ist eine große Persönlichkeit in Al-Madhab Al-Ash'ari. Al-Razi auch, die drei Persönlichkeiten, diesen großen Mutakallimun, und haben Al-Madhab beeinflusst. Es gibt viele andere, die sind Fuqaha, wie Al-Izz ibn Abd al-Salam. Es gibt auch andere, die nahen Al-Sunnah, wie Al-Hafidh ibn Hajar. Und auch al-Nawawi. Wir werden jetzt anfangen über die Methodik von al-Ash'ari. Das ist das Wichtigste jetzt. Also die Themen, die wir behandeln, in der al-Manhajiyya, die Methodik von al-Ash'ari. Was ist al-Aqida von al-Ash'ari in verschiedenen Themen? Was ist al-Manhajiyya? Was ist die Methodik von al-Ash'ariyya, Al-Aqida zu behandeln? Das ist das wichtigste Thema, das ist der Kern von dieser Durus im Bereich Kategorie Al-Ash'ari. Also, Al-Ash'ari ist eine große Strömung in der Umma. Also die meisten, viele Gelehrten sind Al-Ash'ari, auch in unserer Zeit. Viele sind Al-Ash'ari, in verschiedenen Orten. Und wir haben schon geredet über die Gründe, die haben die Situation so gebracht, weil viele Universitäten, sie, wie zum Beispiel Azhar Universität Ash'ariyya, in Al-Maghrib auch viele Universitäten sind Ash'ariyya, in Al-Sham sind Ash'ariyya, also auch in der Türkei sind Ash'ariyya, in Al-Balkan sind Maturidiyya und Ash'ariyya gemischt. Also du findest überall Ash'ariyya. Das erste Thema, was wir behandeln,
ist awwal wajibin 'ala al-mukallaf. Was ist das erste Pflicht? Was ist erste Pflicht? Also der Beauftragte bei uns Ahl-Sunnah, und das zeigt vielen Hadith Prophet sallallahu alaihi wasallam, besonders Hadith von Mu'ad. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sandte ihm nach Al-Yemen, fa'awwalu ma tad'uhum ilayhi tawhidullah, ya'budullah wa la yushriku bi shay'an. Das ist deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass die erste Pflicht ist At-Tawhid. Es gibt diese Kapitel, werden wir ausführlich behandeln, auch Zitate von ihnen. Awwal wajib al-mukallaf. Was sagen al-Ash'ari awwal wajib? Das ist ein Kapitel. Zweites Kapitel, Sam'iyat. Sam'iyat ist Plural von Sam'i. Sam'i, das sind die Themen von Al-Aqidah. Sam'iyat, das sind die Themen, die man nur durch Sam'i, durch Beweise von Al-Quran und Sunnah feststellen kann. Das ist Glauben an Allah, Glauben an Malaika, Glauben an Tag der Auferstehung, Glaube an Paradies, an die Höhle, Glaube an Sir, alle diese Themen von Al-Ghaib. Das heißt As-Sam'iyat. Wir werden auch dieses Kapitel behandeln. Masdar al-Talaqi, also Masdar al-Talaqi, wir reden über die Quellen von Al-Aqida. Und was ist die Rolle des Verstands in Al-Aqida bei Al-Ash'ari? Also wir reden über Masdar al-Talaqi bei Al-Sunnah, Al-Quran und Sunnah als Primärquellen und Verstand als Sekundärquellen. Weil man versteht Al-Quran und Sunnah durch den Verstand. Aber was ist jetzt diese Rolle von was ist die Stellung von Al-Aql bei Al-Ash'ari in Al-Aqida? Das ist ein Kapitel. Viertens, was ist die Stellung von den Texten von Al-Wahi, von der Offenbarung, in Bezug auf Gewissheit? Weisen die Texte von Al-Quran und Sunnah bei Al-Ash'ari auf Gewissheit, auf Al-Yaqin oder nicht? Hier redet man über Hadith Al-Ahad. Sie sagen Hadith Al-Ahad. Die nehmen nicht Hadith Al-Ahad, bis Al-Hadith Mutawatir ist. Sie sagen Hadith Al-Ahad benutzen wir nicht in Al-Aqidah. Das ist eine Methodik bei ihnen, viele Texte von Al-Quran und Sunnah nicht anzunehmen. Sie sagen nicht direkt, wir nehmen diese Texte nicht. Nein, sie sagen, diese Texte, also besonders die Texte von der Sunna, die müssen mutawatir sein. Und diese Sache ist ein Bid'ah. Es gibt ein Kapitel 5, At-Ta'wil. Das ist ein großes Kapitel. At-Ta'wil im Namen und Eigenschaften. At-Ta'wil im Texte von der Koran und Sunna. At-Ta'wil ist ein Mechanismus, was Al-Ash'ari benutzt haben. Deshalb viele Gelehrten, als sie geredet über At-Ta'wil, sie haben das At-Tahrif genannt, Verfälschung, nicht At-Ta'wil. Weil sie benutzen das Wort At-Ta'wil, weil At-Ta'wil ist in sich selbst positiv. Hat eine positive, eine gute Bedeutung. At-Ta'wil ist At-Tafsir. At-Ta'wil ist At-Tafsir. At-Ta'wil ist das, es gibt ein At-Ta'wil, was gut ist, wenn man erklärt ein Wort mit einer anderen Bedeutung, aber diese Bedeutung ist zu nehmen. Das Wort beträgt, schließt diese Bedeutung ein. Das heißt auch At-Ta'wil. Deshalb werden wir das Thema At-Ta'wil ausführlich erklären. Dann kommt ein Thema, Al-Kashf, Al-Zawq, Al-Ilham. Al-Kashf, diese drei Begriffe benutzt man in Al-Tasawuf. Und wir wissen, dass Al-Tasawuf und Al-Ash'ariyya sind untrennbar in dieser Zeit. Wir haben schon geredet über diejenigen, die Al-Tasawuf mit Al-Ash'ariyya gemischt haben, wie zum Beispiel Al-Qushayri, wie Al-Ghazali zum Beispiel,
Wir haben al-Madhhab al-Ash'ari. Jetzt in dieser Zeit, al-Madhhab al-Ash'ari und al-Maturidi sind mit al-Tasawwuf gemischt. Deshalb kommen diese Begriffe. Al-Kashf. Al-Kashf ist Aufdecken. Und al-Dhawq. Al-Dhawq ist Geschmack. Al-Dhawq. Die Seele ist Geschmack. Al-Dhawq. Al-Ilham. Inspiration. Das sind auch Quellen des Wissens bei dieser Stufe von bei dieser Art von Al-Ash'ariyya, die mit Al-Tasawwuf gemischt ist. Das sind die Al-Kashf wal-Dhawq wal-Ilham. Dann reden wir über Nubuwat, über das Thema Prophetentum. Al-Nubuwat ist auch ein großes Kapitel Al-Aqidah. Al-Nubuwat. Dann reden wir über das Thema Al-Iman. Und das kommt auch das Thema Al-Qadr, weil Al-Asha'ira in Al-Iman sind Murji'a. Al-Asha'ira in Al-Iman sind die Murji'a. Und die sind auch, die variieren sich. Ja, die sagen, die Taten gehören nicht Al-Iman. Ja, das ist Al-Iman, das Thema Al-Iman ist auch sehr, sehr wichtig. Dann kommt Al-Qadr. Al-Asha'ira in Bezug auf Al-Qadr sind Jabriya. Die glauben an den Zwang, Al-Jabr. Das kommt, das Thema kommt. Weil wir werden feststellen, dass Al-Ash'ariyya von jetzt sind noch bei Al-Mu'tazila. Die haben viele Grundlagen von Al-Mu'tazila. Und viele von ihren Gelehrten, die haben das anerkannt, dass es gibt viele Sachen von Al-Mu'tazila, die sind noch bei Al-Ash'ariyya. Manche von ihnen sagen, die Grundlagen von Al-Mu'tazila sind ähnlich an die Grundlagen von Mu'tazila, aber das Verständnis dieser Grundlagen ist anders. Die haben unterschiedliche Meinungen über diese Grundlagen in Bezug auf Verständnis, nicht in Bezug auf Feststellung. Die sind schon da. Die viele, viele Grundlagen von Mu'tazila sind noch in Al-Ash'ariyya. Und das haben wir von Anfang gesehen, dass Al-Ash'ari, er war schon ein Mu'tazili. Aber wir haben gesagt, dass Al-Ash'ari ist nah an Al-Sunnah, das haben wir schon alles erklärt. Das sind die Themen, die wir behandeln werden. Und das sind sehr wichtige Themen. Das ist das Kern jetzt. Wir kommen jetzt in einen Punkt, wo wirklich man benutzt und verwendet alles, was man vorher gelernt hat. Wir haben schon gelernt, das Thema Nameneigenschaften. Wir glauben an die Nameneigenschaften. Wir stellen sie fest, genau wie Allah es festgestellt hat, ohne Tahrif, ohne Takif, ohne Ta'wil, ohne Ta'til. Das kommt alles jetzt. Dann schauen wir, wie gehen um mit diesen Regeln. Auch wir haben schon über Tawhid geredet, über Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya. Was ist Tawhid bei Al-Ash'ariyya? Ist Tawhid bei Al-Ash'ariyya Tawhid al-Rububiyya oder Al-Uluhiyya? Was bedeutet Al-Ilah bei Al-Ash'ariyya? Was bedeutet Al-Ilah? Anbetungswürdiger oder bedeutet Al-Rabb? Ja, das ist alles, wenn wir alles benutzen. Und auch Al-Qadr. Wir haben schon erklärt, dass die Stufen von Al-Qadr sind vier. Wo steht Al-Ash'ariyya in Bezug auf Al-Qadr? Sind die Qadariyya oder Jabriyya? Das werden wir alles, inshallah, erklären. Deshalb, inshallah, nächstes Mal fangen wir mit diesem Thema von Awwal wajibin ala al-mukallaf. Was ist das erste Pflicht eines Dieners? Wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu Mu'ad, als er nach Jemen schickte, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Awwal ma tad'uhum ilayhi ay yuwahhidullah. Es gibt eine Überlieferung, heißt yuwahhidullah. Tawhid, deutlich. عند إبليفهم عبادة الله تدعوهم إلى عبادة الله هنا العبادة التوحيد دريت إبليفهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله das ist erste Pflicht. Aber was ist erste Pflicht bei الأشعرية? Das werden wir nächstes Mal inshallah erklären ausführlich. Deshalb wir machen unser Dars immer Freitag inshallah. Wir versuchen das Freitag zu machen. Wenn Freitag nicht geht, dann machen wir das Samstag in dieser Zeit. Ja? Moment, ich muss schauen erstmal, wie viel habe ich geredet.
Moment, damit ich feststelle. Okay, und ich rede allgemein über die Aussagen von den Asha'ira. Also, Asha'ira, manche von ihnen sagen, die erste Pflicht ist das Nachdenken. Manche sagen, die erste Pflicht ist der Wille des Nachdenkens. Die Nachdenkens über was? Über die Existenz der Welt. Sagen, man soll glauben mit Wissen. Man soll erstmal beweisen und nicht nachahmen. Ja, also zweite Aussage, der Wille des Nachdenkens. Manche von Ihnen sagen, erste ist ein Teil des erste Teil des Nachdenkens. Das ist alles kompliziert. Das Kalam ist kompliziert. Das werden wir. Manche von Ihnen sagen, das erste Pflicht ist Zweifel. Das ist die Aussage von Razi. Die erste Pflicht ist Zweifel, weil Zweifel führt uns zum Nachdenken über die Welt, über die Existenz der Welt und über den Schöpfer. Woher kommen diese Aqida, diese Aussagen, die kommt, weil sie verneinen das Wissen von Al-Fitra. Weil Al-Sunnah, verschiedene Hadith, Prophet sallallahu sagt, Hadith Qudsi, Hadith Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hadith Qudsi, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa. Ich habe alle meinen Diener hunafa muwahhidun erschaffen. Thumma atatuhumu shayatinu, dann kamen die Shayatin, haben den weg von der Tawhid gezogen. Und Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, yuladul mawludu ala al-fitra. Kennt diese Hadith? Das bedeutet, es gibt Al-Ma'rifa al-Fitriya. Es gibt dieses Wissen von Al-Fitra. Al-Ma'rifa al-Fitriya. Al-Ma'rifa al-Fitriya, sie weiß, dass Allah subhanahu existiert und dass die Welt wurde erschaffen von einem Schöpfer. Das brauchen wir nicht diskutieren. Diese Sachen ist kein Thema von dem Koran. Deshalb, du siehst, dass Al-Ash'ari konzentrieren sich mit Ar-Rububiyya. Die konzentrieren sich mit Ar-Rububiyya. Und wir werden am Ende zum Schluss kommen, dass auch diese sophistische Teil von den Asha'ira, sie erklären auch La ilaha illallah mit La rabba illallah. Weil sie rechtfertigen viele Arten von Schirk und Al-Ad'iyya. Deshalb, also die haben Al-Ma'rifa al-Fitriya, die haben das verneint. Und daher kam diese Diskussion, was ist die erste Pflicht, was ist die erste Pflicht für einen Diener? Da kamen diese Aussagen. Das ist, was wir nächstes Mal ausführlich, inshallah, erklären. Aber wir werden auch sehen, dass es gibt manche Asha'ira wie Al-Qurtubi, die hat zum Kufr erklärt, derjenige, der sagt, dass der Zweifel ist die erste Pflicht. Qurtubi ist Asha'ira, Mufassir. Wer sowas sagt, tritt aus dem Islam aus. Oder Qurtubi sagt, wenn jemand sagt, dass die Leute müssen an Allah glauben, auf seine scholastische Art, tritt aus dem Islam aus. Genau wie Ibn Tumart gemacht hat. Ibn Tumart hat ein Buch geschrieben, heißt Al-Murshida. Und er hat in Al-Maghrib die Leute haben alles Pflicht gemacht, dass sie das Buch annehmen und lernen. Und das ist ihr Aqidah. Also Al-Qurtubi hat solche Arten als Kufr gesehen, dass du führst die Leute, du zwingst die Leute eine Art zu nehmen, wie sie an Allah glauben. Mit einer scholastischen Art. Obwohl Islam ist deutlich und die Texte von Al-Quran und Sunnah in Bezug auf Al-Aqidah, in Bezug auf Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, seine Existenz, sein Rububiyya, sein Uluhiyya, alles deutlich. Das ist alles, was wir gemacht haben. Deshalb, wir werden diese Komplikation sehen, wie Ilm al-Kalam diese deutliche Aqidah kompliziert. Ja, schauen, womit wir angefangen haben, das erste Pflicht, das Nachdenken, das Willen des Nachdenkens oder erste Teil des Nachdenkens. Oder Zweifel sogar. Das ist, was wir nächstes Mal sehen, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
unsere Sitzungen segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Möge Allah euch segnen. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.